Also gut. Es ist nämlich so, dass ich auf dem Messer stehe. Oh, you're horny, but nice. Ich sehe gerade noch, wie Juri ihren Ärmel wiederholen unterrollt und ihn über ihren Arm zieht. I just wonder what this could mean. Sag Juri. Oh boy! Du wirst mein allerbester Freund sein. Endlich beginnt Sayori richtig zu lächeln. Plötzlich dreht sie sich um und fällt auf ihre Knie. I'm sorry. Was ist das? Ich blättere zur Seite mit Sayoris Gedicht. Es ist nicht das, was sie geübt hatte. Das kenne ich überhaupt noch nicht. Prozent. Verschwinde aus meinem Kopf. 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 Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich das tue, was für dich am besten ist. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich alles höre, was sie mir gesagt hat. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich dir zeige, wie sehr ich dich liebe. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich mit dem Schreiben dieses Gedicht, das fertig bin. Aber ein Gedicht ist nie wirklich fertig. Es hört da nur auf, sich zu bewegen. Sayori? Sie hat wirklich einen tiefen Schlaf. Ich schlucke. Kann nicht glauben, dass ich das am Ende doch tue. Sie in ihrem eigenen Haus zu wecken. Ist das nicht etwas, was ein Freund tun würde? Wie dem auch sei. Es fühlt sich richtig an. Ich klopfe an Sayoris Zimmer durch. Sayori? Aufstehen, Kleiner! Ha! Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht die Privatsphäre einer Person? Aber sie lässt mir ja keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. And we go to the yes. Wir beginnen von vorne. Beginn 100%. Yo! Oft dreht sich am Anfang alles um recht banale Dinge. So gibt es hier beispielsweise ein echt lustiges Kapitel, in dem sie von einem Typen in der Eisdiele besessen sind. Aber damit soll einem nur geholfen werden, die Charaktere besser kennenzulernen. Und außerdem ist es immer noch unterhaltend. Aber später dann gibt es jede Menge Drama, wenn wir mehr über die Handlung, Hintergründe der einzelnen Charaktere erfahren. Und es mit der Liebesgeschichte losgeht. All das macht es dann so gut. Es gibt viele bewegende Momente. Ah, wirklich? Ich sag dazu noch, DDRC-Mod, a brand new day. Gute Mod für alle, die schon DDRC durchgespielt haben. Weil nämlich, Final Boss of Porphagos is Lord Cakeboss. Who then retires to be a bit known guy on TV. Not named Guy Fieri or something like that. It's not Guy Fieri, definitely not Guy Fieri. Anyway. Okay, Leute. Habt ihr alle eure Gedichte für heute fertig? Ach, komm schon. Ein schlechteres Timing geht wohl nicht, oder was? Tut mir leid. Ich muss nur sicherstellen, dass wir genug Zeit haben. Allerdings seht ihr zwei da drüben recht kuschelig aus. Das gibt mir merkt, dass ich die körperliche Nähe zwischen uns so richtig. Oh, hallo. So Schulter und Schulter, hä? Ne, schiebt sie sich gute 30 cm von mir weg. Hast du das dann genau gemessen oder was? Ah, ja. Here is your butt. Here is my butt. 40 cm, exactly. On. Dex. On point. Sicherlich hat Natsuki das nicht alles so gemeint. Muss ich also auch nicht angegriffen fühlen. Nun,
wenn du meinst. Ey, du wirst dich nicht für mich entschuldigen, Roman. Oh Mann. Was gern mit doch. Ich. Die Sache mit. Lass sitze ich im Ramon. Könnt ihr bitte alle aufhören, mich anzustarren? Es überrascht nicht, dass Natsuki das schwerer fällt, als sie vorgegeben hat. Sehe und Monika blicken zur Seite. Wie auch immer. Die Sache mit deinen Bubis, Titten, Möpse, Big Honkers. Das habe ich nicht so gemeint, okay? Das ist alles. So. So, nein. Könnt ihr beide bitte? Hallo? Was machst du da? Kannst du zumindest den Stuhl festhalten, statt nur umzusitzen und nichts zu tun? By the way, man merkt dann nicht, dass da vielleicht irgendwas Schlimmes passieren könnte. Wer bitte hat denn gesagt, dass sie keine Hilfe braucht? Ja, ich helfe dir. Ich halte den Stuhl fest, während Natsuki wieder nach oben greift. Ich kann ja fast unter den Rocks schauen. Ich zwinge mich, wegzudrehen. Natsuki hat das echt nicht ganz durchdacht. Wenn sie sich dessen bewusst wird, bringt sie mich um. Hey, Roman. Ich falle, wenn ich mich vorbeuge. Schnell, nimm das hier. Aber dann muss ich den Stuhl loslassen. Das ist schon okay. Nur für einen kurzen Moment. Beeil dich. In Ordnung. Lass mich nur kurz aufstehen. Where is Panic at the Club? It's coming right up. Ich lasse langsam den Stuhl los. Was meinst du mit aufstehen? Natsuki schaut auf mich hinunter. And the 3, 2, 1, Panic at the Club, now. Warum bist du denn ganz da hinten? Panic at the Club, it is beginning now. Natsuki scheint plötzlich etwas klein geworden zu sein, aber sie weiß, dass sie ihr Gleichgewicht verliert, wenn sie sich jetzt bewegt. Natsuki, die Box. Was guckst du da? Monikas Gesicht erscheint plötzlich. Monika, das siehst du mal, was passiert, wenn du die Mangas auf das oberste Regal stellst. Versuchst du, deine Clubmitglieder umzubringen oder was? Oh Mann. Tut mir echt leid. Oh, und noch eine Sache. Anscheinend ist unser neues Clubmitglied ein totaler Perverser. Ich hoffe also, dass du zufrieden bist. Ich habe nicht. Irgendwie ist es unmöglich, Monika, diese verzwackte Situation zu erklären. Natsuki wollte Mangas unterbringen, ich wollte helfen, sie verweigerte die Hilfe, ich habe mich hingesetzt und der Stuhl wackelte, habe festgehalten, habe dann erst gemerkt, oh verdammt, ich kann ja runterschauen, habe mich weggedreht, deswegen habe aber weiterhin den Stuhl gehalten. Als sie natürlich wollte, dass ich die Box hole, bin ich aufgestanden und dann hat sie gemerkt, oh, right, you can look under my skirt. Easy peasy lemon squeezy, suck him under it. Hey, jetzt behandelst du mich aber echt wie ein Kind. Ich wollte ja nur etwas netter zu dir sein. Und weil ich nicht so eine reife und sexy Figur wie Yuri habe, bedeutet das doch lang nicht, dass du mich... Natsuki unterbricht sich selbst und wird rot. Natsuki? Weg ist es! Ich habe nichts gesagt! Ich sollte mich wohl entschuldigen. Hä? Ich weiß es zu schätzen, dass du versucht hast, etwas netter zu sein. Ich hätte wohl auch etwas taktvoller sein sollen. Aber weißt du, und das ist meine ernsthafte Meinung, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dann solltest du auch wissen, dass es überhaupt meist Jungs gibt, die auf einen Körperbau wie deinen stehen. Ich sag dazu nichts, außer es gibt Leute, die ein L und ein Con sind. Und im Internet gibt es wirklich sehr viele Leute, die so sind. I mean, I'm into fights, okay? So, if the booba is, for me, booba is, doesn't matter. If it's flat, if it's medium or big, if it's booba, it's booba. So,
I'm literally the one of the people who say, Vlad, it is justice. But also, I'm also one of the medium is premium. And ich habe keine Ahnung, wie das dritte, wie das andere heißt. Was man zu den was man bei den größeren sagt, aber ja. Solange Bubba ist okay. Egal ob groß, mittel, klein. Und von der Höhe her sage ich dazu nur, solange das Alter legal ist, ist alles okay. Also 18 plus ist alright. Und bitte nicht faken, weil sonst haben wir beide ein Problem. Weil, wenn sie unter 18 ist, dann könnte das später sehr schlimm sein. Und wenn, und ja, für mich wäre das einfach nur, ja, please, officer, please put me into jail. Not horny jail. Die 14 plus Karte funktioniert da leider nicht. Ich habe es selber nicht probiert, aber ich weiß, es funktioniert nicht. Aber Uno de Reverse vielleicht. Obwohl dann. Dann wird es dann anders, weil dann ist sie dann älter und ich bin ja jünger. Ja. Außerdem die plus 4 Karte funktioniert, wie gesagt, nicht immer. Ich meine, 12 plus 4 ist 16. Das ist noch immer nicht plus 18. Also. Woher willst du das überhaupt wissen? Internet.